Ich spiele jetzt einfach. Ich mache einfach nur noch Troll und LOL. Ist mir egal, wenn alle Try haben, dann gehe ich den auf den Sack. Look at my life. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Ladies and Gentlemen, neue Runde Among Us. Heute kein Schwänzel, dafür die gute Sicht von Akadari. Und eine richtig aktuelle Runde, vor 2 Tagen aufgenommen, beziehungsweise gestreamt habe ich das. Und war auf jeden Fall ganz witzig. Ich habe einfach mir vorgenommen, bei den ganzen Tryhard-Leuten mittlerweile einfach ein bisschen zu trollen. Und war auch mega witzig. Und dementsprechend gleich mal erstmal starten wir mit einer kleinen Spezialrunde, wo ich das ganze System ricke. Und dann machen wir nochmal eine Runde, wo ich einfach komplett reintrolle und als einziger tatsächlich auch weiß, wer was ist. Und dementsprechend auch mit Trollen das Spiel in die richtige Richtung lenke. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und jetzt kommt Among Us Challenge! Also ja, jeder ein... Leute, noch mal ganz kurz zur Erklärung. Jeder einen Satz. Bitte keine Schachtelsätze. Und der reportet zuerst, danach von oben nach unten. Ja, aber von Discord aus ist es scheiße, weil ich dann immer hin und her wechseln muss. Ja, einer kann ja ansagen. Ja, ich sag einfach, wenn ich gefragt werde, dann sage ich genau. Also ich kann auch einfach, ich kann es auch einfach so machen, ich sag halt dann an, wer. Ja, David, sag mal, David ist der Ansager. Wir sehen doch in der Liste, wenn wir uns treffen, können wir doch voten. Und dann fangen wir einfach oben an und machen links nach rechts. Eine Person, Türken. Die Liste ist ja für jeden gleich. Na, machen wir. Der reportet als erstes und dann von links nach rechts, wie es halt auch so, oder wie? Genau, von links nach rechts und oben nach unten, wie man liest. Okay. Ich sitze aber nur japanische Anime. Okay, also von rechts nach links, okay. Das heißt dann aber Manga. Das nennt man Manga. True, ja, ja. Direkt ist das. Ja. Alles klar, ready? Also, Stefan liest auch Animes. Eben. Einfach mal kein Dragon Ball gelesen. Ich guck mit Untertitel, von daher, ja. Ja. Heute ist geil. Was ist einfach 100% Crewmate? Ehre! Immer mal. Jetzt mach ich nochmal? Okay, jetzt geh ich runter. Und jetzt mach ich den nochmal! Ah, soll ich nur lachen? Komm mal, wir machen das. Pfeil kann nicht besser. Ach, schade. Sven in Medbay. Dave ist gewendet. Ich hab nur Tank aufgefüllt. Banter, JK, ich, Leute. Ich bin dran. Ja. Verkackt. Ich kenne die Stimme noch nicht, daher weiß ich nicht, wer gerade gesprochen hat. Daher fange ich jetzt an zu reden. Ich war im Weapons, hab mal 19 Meteoriten geschossen. Yannick war die ganze Zeit bei mir, damit ist der 100% safe und Dave hat, glaube ich, gerade zugegeben, dass er verkackt hat. Nein, ich habe mit dem Satz habe ich verkackt, meine ich. Sorry. Hat Sherpa was gesagt? Ja. Ja. Also erstens mal, ganz ehrlich, Paul, what the fuck? David, du bist so ein Arschloch, ganz ehrlich. Juhu! Okay, cool, können wir gleich nochmal. Ja, war eine geile Runde. Nice! Habe ich doch was zum Hochladen heute. Nice! Warum, Leute, ich verstehe nicht. Warum sollte ich sagen, verkackt, wenn ich. Macht keinen Sinn. Ja, vorher. Ich hab dich nicht wenden gesehen! Ich wollte das Spiel einfach komplett verficken. Ich hab aufgehört zu reden! Ich habe aufgehört zu reden, weil ich einen Satz verkackt habe! Warum sagst du, dass du gefällt ist? Ich wollte das Spiel regen! War mir egal! Ja, wenn ein Satz verkackt wird, gelohnt, ja, ist richtig. Das war zu unlucky. Jemand hat gesagt, Dave ist gewendet. Da hat er halt gesagt, ja, ich hab verkackt. Also.
Ich hab mich jetzt eigentlich gefreut, echt Imposter zu machen. Das war echt. Ja, ich bin Imposter. Ich will mal dein Imposterglück haben. Einfach weiter drücken, weißt du, gar nicht viel diskutieren. Das hat eh alle Lust. Mach's halt nix. Ja, man kennt ja Dave auch schon länger, ne? Man hat mehr Sessions mit dem gehabt, man kennt seine 0815 Strategie. Und warum soll er die ändern? Das klappt ja. Oh, come on. Ich hab ja. Es tut mir jetzt leid. Ich weiß nicht, ob Shining neu ist, aber warum machst du Keith keinen? Shining, welchen Schlüssel hast du gemacht? Wolle, Shining, wolltest du uns verarschen oder hast du es ernst gemeint mit der Aufgabe? Was seid ihr, Leute? Ich hab mich einfach dazu gestellt, weil ich Angst habe, alleine rumzulaufen. Ich wurde jetzt jedes Mal direkt am Anfang alleine getötet. Hallo? Gut, ich stand aber auch da an den Schlüsseln. Ja, ne? Ich hab's gefaked. Also. Und Dave hat mich auch gefaked. Ganz kurz aber nur. Ist es falsch, wenn man mein Leben will? Ja, deswegen brauchen wir nur ein Vote. Ja. Das Ding ist, ich hab. Vor allem, wenn du dich an den Schlüssel stellst. Also, ich war gerade bei Buffer. Ich hab Bild geliked, bin ich Bot. Ich hab Strategie nicht gesehen. Ich bin nach Electrical rübergelaufen, um Bias zu fixen. Ja, du warst ich hab dich nicht gesehen. Also ich hab geskippt, auch wenn ich zwei Stars hab, aber. Shining. Leider war Stars auf dir, das war's halt mit meinem Emergency Meeting. Würde ich nie wieder bekommen. Hast du vielleicht ein Poster-Vision-Strategie? Also Shining, bitte niemals an die Schlüssel stellen. Ja, wenn wir die nicht... Shining, wir haben die nochmal gerettet. Nice. Wer votet eigentlich jede Runde auf mich? Was ist denn das? Was willst du? Ich wurde gerade viermal gewotet, obwohl ich einfach nur mal leben will. Hab ich mir auch gedacht. Also da, die spielen halt echt... sind doch Fun-Runden, what the fuck? Deswegen, ich denke halt, warum soll ich noch mit Among Us spielen? Also da jetzt auf einmal so am Reinschwitzen, so in letzter Zeit. Und haben, keine Ahnung, gefühlt, keine Ahnung. Deswegen, so, ich weiß halt nicht, das Interesse geht halt runter, wenn man... Okay. War wohl immer so, ne? Das habe ich jetzt ein paar Mal gefragt, aber war das schon immer so, dass die Dinge einfach so lose da in der Luft lagen? Ich weiß es halt nicht. Da ist schön, alles klar. Nochmal zurückgelaufen, ich war tot. David tot. Ne, okay. Ah, jetzt laufe ich nochmal zurück. Und so, jetzt kommt's her. Und Strategie. Wenn Dave tot ist, ist das okay für mich. Ich war gerade beim dritten Punkt, Simon Six, Mann! Entschuldige, ich hab gerade Hard Sats auf Goody. Ja, das ist auch einer von meinen Sats. Weil wir waren zusammen bei Lab, dann ging das Licht aus und Goody ist immer vorbei und Basser sind im Lab zusammen reingegangen. Ja. Ich bin zum Licht, hab das Licht mit Auri gefixt und also Auri war der letzte. Goody war der letzte, den ich mit Basser gesehen habe. Okay. Ich hab die beiden da zurückgelassen und dann bin ich wieder zurück zum Lab gelaufen und hab dann da Wasser gefunden. Darf ich ganz kurz eine Sache dazu sagen? Ich kann folgende Leute confirmen, dass sie in dem Moment nicht oben waren. Strategy, Schwänze und Yannick, die waren alle mit mir ins Besseren. Yep. Du warst auch gar nicht da. Wie war das zu dritt? Strategie kam da? Schwänze und nicht? Strategie kam aber von Medbay. Ja. Und genau. Aber du warst auch gar nicht da. Die gleiche? Im Lab. Könnte es wieder Strategie sein. Kurz vor dem Kältegedöns da, vor der Klimaanlage, oder was das ist. Okay, also Strategie ist nicht ganz heraus. Vor der Klimaanlage? Das ist Dekon. Klimaanlage ist das Teil, wo du die Temperatur runterschrauben musst. Ach so, da. Ja. Genau. Weil ich hatte da wieder drei Jahre lang diesen Planeten gesucht, danach bin ich direkt nach unten gelaufen zu meinen Wires und dann unten Specimen, da war Dave. Ich find's schön. Ach so, chillig und schön, wollte ich gerade gleichzeitig sagen. Ja. Einfach so angenehm, weißt du. Aber Strategie war auch bei uns, oder nicht?
Ich war nein, ja, nein. Hast du einfach schön ein schönes Spiel? Diesen scheiß Planeten gesucht. Nein, ich hasse ja dieses scheiß Mikroskop. Wir waren gerade zu dritt in der Luftschleuse, dann kam sofort der Report in dem Moment, wo die Luftschleuse aufging. Das waren wir. Ich war da, wo der Report war, da war ich schon bei Specimen. Okay. Ich stand Shining, ungefähr. Shining habe ich nicht gesehen. Shining habe ich nicht gesehen. Ja, du warst ja da, glaube ich, in deiner Task. Ich war, glaube ich, nochmal in der Task, ja. Aber Strategy habe ich auf jeden Fall gesehen. Und wenn der jetzt gerade hinkommt, war, dann kannst du eine Goodie oder Shining. Ich kam von das Ding ist, also, ich wurde jetzt Goodie, weil er bei der ersten Runde schon Task war für mich. Ja. Das macht keinen Sinn. Ich skippe, weil wir noch 18 Shining ich war nicht. Ich weiß nicht, ob ihr lost seid, aber es sind Sun und Ruby. Sun oder der zweite, der mit ihm da oben war. Es haben mindestens, glaube ich, 3-4 Leute gesehen, die ich ewig lang dieses scheiß Ding gesucht habe. Dann sag das doch! Man lässt sich ja nicht! Ach. Wasser mute. Ach. Wasser mute. Der tut weh. Wasser, man hört alle. Wasser! Alter Junge! Mein Ohr! Na, komm. Ich bin mal auf Troll. Ich hab schon mal 7 gemacht, die andere mache ich nachher. Ich spiel jetzt einfach, ich mach einfach nur noch Troll und LOL. Ist mir egal, wenn alle Try haben, dann gehe ich den auf den Sack. Vor dem linken Teil da oben links. Schon wieder Schein gesehen. Ich bin mit Sven zusammen da hochgelaufen. Das stimmt. Ich denke mal, dass der gewendet ist, aber wir haben ihn tatsächlich nicht gesehen. Okay, Yannick, wo warst du? Weil der lag wirklich genau auf dem Vent. Yannick, wo warst du? Ich habe Weapons gemacht, 7 Asteroiden. Dann habe ich mir gedacht, nee, jetzt mache ich hier ein bisschen reintrollen und mache die nicht mehr. Und geh da rum. Okay, aber Yannick ist für mich eigentlich safe, also. Yannick ist safe. Nee, bin ich nicht. Verfolgt mich raus, ist. War irgendwer an dem rechten? Also ich bin gerade hingerannt, aber ich bin gerade schon auf dem Weg zum Linken. Wir wollten also, voneinander weg. Ich habe noch nicht gedrückt. Ich meine, ihr meint ihr Med-B, das war in Med-B Richtung jetzt? Ja genau, ja, der rechte, der rechte Fall. Ich habe noch nicht drauf gedrückt, aber ich bin gerade hingelaufen und dann kam sofort der Report. Ja, ich und Sven haben im Bett eine Leiche gefunden. Den lieben mal Okay. Sven, okay, ich löse das jetzt mal auf. Schwänzel und Shining können es nicht sein, weil die zusammen rumgelaufen sind. Ich bin gerade wieder in Specimen gewesen und bei zwei Prozessen. Strategy und Sun sind die einzigen, die es gewesen sein können, weil Yannick hat sowieso am Anfang. Mit wem war ich unten? Mit wem war ich unten in der Schleuse? Wer war das jetzt nochmal alles? Meinst du jetzt du oder vorige Runde? Letzte Runde, ja, letzte Runde. Ich bin noch nicht fertig. Warte. Letzte Runde ich, war ich löse das hier richtig direktiv. Oha, ist jetzt alle sterben. Ja, das war wieder kann den Kill vorher nicht gemacht haben. Das heißt, ja, aber es kann nur Sun sein. Aber den Kill vorher, das war ja Goody. Das war ja Goody. Das war, also, ja, aber es kann trotzdem nur Sun sein. Weil Strategy kann den Kill nicht gemacht haben. Ja, den Kill vorher kann er nicht gemacht haben. Was ist dann, wenn es Goody nie war und es sind immer noch zwei Imposter? Glaub ich halt auch. Also dann wäre auch die Möglichkeit besteht auch, ja, aber ich bin mir 100% sicher, dass es Goody ist. Shining war. Leute? Warum? Nein, glaube ich nicht. Wir haben doch jetzt 2 Runden erst gespielt, oder? Nur rein theoretisch. Ich hab nicht immer noch wegen dem scheiß Schlüssel glaub, da oben. Weil jetzt wieder 2 Kills plus hier sind, meinst du? Also wir sind doch jetzt in der zweiten Runde, oder sind wir schon in der dritten? Mal, wir haben einmal haben wir die Leichen von, Von Wasser, oder? Ich wollte einfach mal Strategie, weil er kam halt am Ende dazu. Das könnte passen. Ich glaub mal dem Dave. Oh, what? Nein! Okay. Sollen wir einfach direkt ein Meeting starten? Ja, oder? Okay, alles klar. Die Freundin kommt bald wieder. 23 Sekunden. Ich glaub halt nicht, dass Sun das ist. Kann man gut vorstellen. Sun. Ich weiß nicht, wer den Button gerade so zuspammt, ne, aber man hört. Es ist Sun, ein Safe Call. Sun, ich hab grad eben drüber geredet mit dir. Richte den Mute-Button ein. Wie gesagt, ich kann das nicht. Ich komme nicht in die Einstellungen. Der PC reagiert da nicht. Wahrscheinlich nochmal.
Ich denke mal, ich und Yannick wollten das gleich machen. Wir waren jetzt die ganze Zeit am Button stehen geblieben. Ja, ich hab dich machen lassen. Ja, wir sind zu viert hoch. Wir waren alle vier da. Ja, ich wollte nur mal auf Nummer sicher gehen. Die Tür ging bei mir nicht. Ich konnte die Tür nie, ich stand dort ewig in 3 Tagen und konnte die Tür dort nie aufmachen. Die eine bei Electrical. Strategy, du hast dich gerade missast. Warum? Laber keinen Schluss mit, du kannst die Tür nicht aufmachen. Vergiss nicht, dass ich um 3 so einen Ich hab das wie immer angeklickt und das ging nicht. Dann hab ich es plötzlich rübergezogen und dann ging's. Aber das muss man doch anklicken eigentlich. Also ich hab die Dinger nur angeklickt. Ich sag, dass es auf jeden Fall einen Türbug gibt, den hatten ich um ein paar Jahre einmal erlebt, als die Tür auf einmal 3 Mal hintereinander auf einmal zu war, zum Beispiel. Ganz ehrlich, wenn wir einen Imposter haben, dann können wir einfach einen auswählen, den wir so nicht so zass. Also, ich hab halt wieder Strategie. Halt drei Leute sind's für mich nicht. Ich hab wieder Strategie gewotet. Ich folge Yannick. Okay. Ich folge Yannick jetzt erst auch mal. Ich. Wie gesagt, für mich sind's halt 3 Leute. Na komm, das müsste es jetzt gewesen sein. Ja, wir sehen es ja jetzt. Mal gucken, die anderen sind gut. Es sind noch 2. Okay, offenbar nicht. Sun klingt für mich halt auch unwahrscheinlich. Weil genau 2 haben auf ihn gewotet. Für die Poster natürlich ein easy snack, deswegen gehe ich erstmal davon aus, dass Sun es nicht ist. Oh. Jetzt überleg mal. So, Meisterdetektiv. Was hast jetzt du gefallen? Jetzt überleg mal. Jetzt macht es wieder alles Sinn, oder? Jetzt ist der draußen, den wir die ganze Zeit, den wir die ganze Zeit gesetzt haben. Das macht es Sinn, dass es Sun sein muss. Aber 2 haben für. Wir waren 6 Leute. 2 haben für Sun und 4 für Strategie. Das macht keinen Sinn. Ich erzähl das mal aus meiner Sicht. Ja, warte mal ganz kurz. Ich erzähl das mal aus meiner Sicht. Du sagst am Anfang, bevor wir gespielt haben, ich werde jetzt heute sowieso reinholen. Dann bringst du die Aktion, sagst in dem Meeting, du warst unten an Weapons und bist dann einfach aus Troll hochgelaufen. Hast du es einfach? Ja, ich habe 7 von den Asteroiden gemacht, die habe ich noch nicht weitergemacht. Genau, das ist dann beendet. Schwänzel und Shining sind zusammen rumgelaufen. So, das heißt, der Einzige, der aus meiner Sicht übrig bleibt, war ich, war Specimen, hab meine scheiß Task gemacht und bin dann hochgelaufen. Ich habe noch eine Frage. Kann man von, also die Leiche war ja oben bei dem Wender ja, vor diesem hier Generator. Ja. Kann man da irgendwie nach unten links wenden? Man kann nach unten links wenden. Du kannst in O2 und unter Communication ist auch einer. Ja. Man kann in Storage wenden. Wie lange würde sowas denn dauern? Rein theoretisch jetzt mal. Nicht lange. Das geht schnell, du drehst Killbutton und springst rein und weg. Ja, weil ich bin Shining erst unten links begegnet. So ja, ich hatte da dieses links. Rad. Ach, warte mal, unten links? Nein, der oben links, der geht ja, von oben links nach unten. Der geht nur nach Storage. Also nicht nach unten links. Storage und ich glaube. Okay. Ja, ich glaube, der geht nur nach Storage und ich glaube Office. Ging der nicht nach unten bei Admin Office da, und genau an dem Rad? Oder war das ein anderer? Nein, das ist ein anderer. Das ist der nach oben, der von oben. Ich meine, das ist der bei Lights. Nach unten geht. Ja, der bei Lights. Und der rechts davon außen ist, glaube ich, der, auch. Der bei Lights geht doch zum Baum. Ja, der geht zum Baum und der geht auch mal raus. Okay. Bei Lights, genau. Oh Mann. Ja, für mich ist es Sun. Also ihr könnt mich gerne rausrotten, daran wird sich aber nichts ändern. Also dann wird sich aber nicht am Ergebnis ändern. Ich skippe, ich habe keine Ahnung mehr. Es sei denn, Shining macht das 300 IQ-Mail und ich hat auch. Uns alle Outplays. Und du machst die IQ-Mail. Alter, ey. Ja, nice. Alles klar, nice. Wow, es gibt auch. Nice. Ja, wenn es nur noch einer ist, der muss auch Eve 3 Leute machen. Das ist doch easy. Ja, wir haben ja dann noch Sun, habt ihr... Ja, glaub ich halt nicht. Und ich kann ja auch nicht einfach so callen. Ich meine, du gibst hier gerade mega krass Tipps hier so. Also eigentlich gibt's mehr so Bestätigungen und so. Nee, Shining, nee. Mit dir lauf ich nicht hoch. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Ah, die ganze Taste links, ne? Gar keinen Bock. Ich geh jetzt nach rechts, das ist mir zu doof. Hallo Sven. Hallo Sam. Und Dave. Und Todd. Alles gleich gemacht, ich geh zum Bett. Und jetzt!
und jetzt. Okay, ja, ist gut. Oh Mann, Scheiße! Da geh ich nicht mit. Gar kein Bock drauf. Ja. Kann man mal übrigens eine Frage zwischenschmeißen? Warum ist die Taskleiter immer noch nur bei der Hälfte? Weil ich nur zwei Tasks bis jetzt gemacht habe. Ich hab dir so noch keine gemacht. Mann! Ja, das ist ganz so spannend. Und ich wollte dem Meisterdetektiv hier David eine Chance geben und dann. Junge, ja. Leute, es muss Sun sein. Ich bin weil wir sind, ich schwör's euch. Überlegt mal, wir sind, ich und Sven sind die ganze Zeit mit Sun rumgelaufen und deswegen konnte er keinen Kill machen. Die ganze Zeit stimmt auch. Ich war aber auch. Sven, du bist mit, mal kurz weggelaufen. Mal kurz. Du bist irgendwann nach unten gelaufen. Ich war dann die ganze Zeit bei Yannick und Shiny. Ich war ja, mit jeder war mal mit jedem unterwegs. Ich hätte ihn dazu wir wollen nur gucken, ob noch alle leben. Es geht wieder. Ja, vielleicht willst du auch deswegen den Sass von ihr runterkriegen. Ja, du bist das ist möglich, aber ich schwöre. Wir wissen immer noch nicht safe, ob ein Imposter tot ist. Was ist, wenn da Dann wäre es schon vorbei. Dann wäre es schon vorbei. Okay. Ich habe einfach wieder geskippt. Ich wollte nur gucken, ob alle noch leben. Es wäre schon längst vorbei. Ich hätte schon längst dann getötet. Ja, dann sollten wir aber Sun noch rausholen, die ihn alle fürs Hass ja. haben. Ja. Ich halte ihn noch nicht fürs Hass. Ich schwör's euch, Leute. Die wollen es spannend halten. Ganz wenn einfach. Wenn Sun sagt, er ist es nicht, dann ist er es nicht. So. Er hat jetzt eigentlich alles noch im Button übrig. Nein, mit Shiny laufe ich nicht rum. Das wäre zu doof. Ich laufe mit Shiny. Kann ich das Mason schnell machen? Da ist es. Nice. Schwester? Wie viel Schwester gekillt? Noch keine. Okay. Da gehen wir ein paar Asteroiden. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. So, die anderen drei mal später. Man muss ja auch mal eine Chance geben, ganz ehrlich, warum muss man denn immer so hart try halt? Das verstehe ich halt nicht. What the fuck? Hat ein bisschen Spaß runter und so. Wahrscheinlich. Was dann? Okay. Sunny Boy. Ja, die dürfen sich halt nicht gegenseitig gehen. Was? Ich hab ja beide noch im Vertrag. Na, Sven, Sven. Was geht ab? Lass mal schnell wieder auf dem Bett stehen. Wäre krass, wenn Sven jetzt denkt, ich würde wenden. Würde ich mega hypen. Ja komm, das Ding kannst du auch machen. Einmal kurz runter hier. Zack. Einmal kurz hier. Aber wenn ich eine Leiche sehe, dann mache ich nichts. Ist mir egal. Das wäre echt zu witzig. Lass mal gucken. Na, Schwester? Sind die Leichen? Oh ne, okay. Ich bin ja eh nicht durch, deswegen kann ich noch ein bisschen weitermachen. Zack, 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 zack. Ich bin endlos lang gerundet, was mir egal. Ach, Schwenny. Wo? Ach, Schwenny. Beim O. Ich möchte erst wissen, wo Shining und Yannick gerade sind. Ich? Ja. Ich bin Electric. Ich war auf dem Weg zu Storage. Sun, wo bist du? Ich bin gerade bei Camps. Das kann Yannick auch bestätigen. Er ist an mir vorbeigelaufen. Das stimmt. Er kommt von rechts rein und dann ist er in die Camps reingegangen. Shining ist krass, da war er vorher. Du so 150 YouTube-Play wieder machst, ne? Du hast wirklich
Du hast wirklich die scheiß Schlüssel gefaked, weil du dachtest, wir brauchen Schlüssel. Nein, das ist. Er hat doch nie gesagt, dass er die faked. Er hat nur gesagt, er geht da rein, weil er keinen Bock hat zu sterben direkt. Also, weil ja, Angst weil hatte. Er keinen Bock hat zu sterben. Ja, aber das heißt ja nicht, dass er faked. Er hat ja direkt gesagt, er hat ihn gar nicht erst probiert. Janik, wenn du Electric bist, der hat uns Sven, oh, liegt am Scheißschalter oben. Huh. Oben an dem Scheißschalter vom Generator. Wenn am rechten? Am rechten? Am rechten. Wenn du Sang gerade campst. Ich bin im Camp und war davor am linken. Janik hat den Schalter gemacht. Da muss es Shining sein. Ich hab nie gesagt, dass ich den Schalter gemacht hab. Ich hab nie gesagt, dass ich den Schalter gemacht hab. Oder den linken hab ich gemacht. Du hast den linken gemacht. Du bist zum linken, ich bin zum rechten. Und nachdem wir da fertig waren, bin ich direkt gegangen. Also, sorry, Sam. Kurze Frage. Bevor der Generator anging, warst du da auch schon an Camps? Ich war einmal kurz drin, bin dann aber wieder raus. Das reicht mir. Du bist okay. Safe. Das reicht mir. Das ist Shining. Warum? Deswegen hat Shining auch die ganze Zeit gegen Sun geschossen. Ey, ich hab die ganze Zeit gar nichts gegen Sun gesagt. Du hast ja die letzte Runde gesagt, was halt hier gegen Sun geschossen. Auswählen. Ja, ich gebe nochmal eine Chance, gebe ich noch. Wenn wir alle die ganze Zeit für verdächtig halten, dann sollten wir ihn auch mal voten. Du bist sowieso schon raus. Weil wir dreimal ungefähr gesagt also haben, Shining, du kannst aufhören, du bist sowieso schon raus. Warum? Schick den in die weiten Tiefen. Los, ab in die singenden Flammen mit dir! Mann, ey! Naja, bist du wirklich Imposter, ne? Ja, bin ich! Ja, sag ich doch! Ende! Ende! Feel my pain. When it comes to me, you are not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining, look at my life. Feel my pain. When it comes to me,